Ich will doch gar nicht, dass du ausziehst. Spar dir die Krokodilstränen. Ich stehe deinem Glück nicht im Wege. Ich werde auch ohne deine gefühlvollen Beileidsbekundungen so schnell wie möglich ausziehen. Ich habe mir den Laufpass gegeben. Endgültig. Du hast was? Ich habe Schluss gemacht mit dir. Seitdem geht's mir ziemlich bescheiden. Ich glaube, ich brauche jetzt keinen Verband mehr. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Der Wecker steht direkt neben dir. Oh Mist, ich sollte schon längst bei Hannes sein. Ich wollte ihm bei den Lieferscheinen helfen. Dann musst du jetzt wohl gehen. Unbedingt. Und du bist nicht sauer, wenn ich jetzt einfach so abhaue? Nein, Hannes wartet bestimmt schon. Ja. Also, ciao dann. Ciao. Zimmerservice. Das Frühstück. Leider 5 Stunden zu spät. Oh, warum? Weil ich schon so lange arbeite. Und wann hast du geschlafen? Wochenlang. Jedenfalls kommt es mir so vor, wenn ich daran denke, was ich noch alles für die Ausstellung tun muss. So schlimm? Schlimmer. Du solltest die Ausstellung um die Abteilung Die ersten Schaffensjahre erweitern. Die ersten Schaffensjahre? Ja, die ersten 5 Lebensjahre. Ersten 5 Lebensjahre? Ja, dann könnte ich dir wenigstens beim Malen helfen. Vorsicht, die Kritiker sind unberechenbar. Am Ende stehlen mir deine Bilder noch die Show. Auch wieder wahr. Wenigstens bin ich heute Nacht ganz gut weitergekommen. Hey. Du rauchst sowieso viel zu viel. Ja, auch wieder wahr. Außerdem fehlt dir Schlaf. Ach, es geht. Eigentlich bin ich ganz fit. Ich habe nur so Kopfschmerzen. Ja. Setz dich mal hin. Oh, warte. Wird dir gut tun. Besser? Warum gibt's sowas wie dich nicht als Dreingabe beim Farbenkauf dazu? Weil ich einzigartig bin. Eingebildet bist du auch überhaupt nicht, was? Eingebildet? Ich? Nö. Hm. Hey. Sorry, Frau Einstein. Alter, mal Physiker, du Hirni. Und der Mann hat ja bestimmt auch den Durchblick, ne? Ja, eben. Und den habe ich noch lange nicht. Wir wollen noch auf dem Teppich bleiben. Also komm, dass du wohl gerade eine 2 in der Tafel gemacht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Sei nicht so ein Eisblock. Okay, okay. Und 5 auf 2 ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Hm. Aber weißt du, was das Beste ist? Was? Wenn ich das Papa erzähle, dann erlaubt er mir vielleicht doch diese Radiosache. Findest du es immer noch geil, hm? Oh, aber sowas von geil. Übrigens, was ich dir sagen wollte. Stell dir vor, gestern hat Björn wieder da angerufen. In der Sendung? Ja, er wollte Micky unbedingt sein Herz ausschütten, weil er seine Freundin in Flagranti mit einem anderen erwischt hat. Ja, jetzt ist finito. Mann, oh Mann, du hast vielleicht deine Glückssträhne. Mhm, das glaube ich langsam auch. Nur muss sie sich noch um ein entscheidendes bisschen verlängern. Und? Hast du schon einen Angriffsplan? Ich denke schon. Wer sagt denn, dass ich damit Björn gemeint habe? Was denn sonst? Du hast eine blühende Fantasie, meine Liebe. Tja,
dann wird es wohl bald vorbei sein mit den Mathe-Nachhilfestunden. Bei deinem Vortritt? Hm? Du musst dir ganz schön was einfallen lassen, um einsame Nachhilfelehrer zu trösten. Was ist denn? So hatte ich das noch nie gesehen. Die Mathe-Nachhilfe, die muss unbedingt weitergehen. Aha, aha, aha. Erzähl. Ja, doch. Was ist denn das verdammte Ding schon wieder? Ja, Zerkowski. Ja. Nein. Ja, ganz einfach, weil sie nicht da ist. Ob ich was ausrichten kann? Ja, mach ich. Wiederhören. Hallo. Regina ist nicht da. Ja, ich weiß. Sie kommt aber gleich. Oder stört's deine Befindlichkeit, wenn ich hier auf sie warte? Mich stört höchstens die Naivität dabei. Hast du es ein bisschen deutlicher? Bisher hat sich jeder Lover meiner Mutter eingeredet, er sei mehr für sie als ein bloßer Zeitvertreib. Das dürfte doch wohl zu allerletzt dein Problem sein. Keineswegs. Wenn es jedes Mal der Direkt sein muss, den ich habe, zu so jemanden würde ich doch gerne aufsehen. Ja, dann wart's mal ab. Vielleicht bin ich ja der Erste, der es vom bunten Zeitvertreib zum Lebensgefährten schafft. Optimist. Warten wir es ab. Bitte, bitte. Es sollte nur eine gut gemeinte Warnung sein. Ich hab schon verdammt viele kommen und gehen sehen. Na, zuallererst gehst doch mal du, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und zwar auf mein Zimmer. Das ist nämlich der einzig erträgliche Platz. Hi. Hi. Hallo. Euch schickt der Himmel, komm mal her. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Welches Modell ist das Beste? Ganz klar. Was? Tja, jetzt bist du wohl auch nicht klüger, was? Doch, ich order einfach beide. Ist die einzige Lösung. Du, wir essen doch noch nicht gleich, oder? Ich wollte Tinker noch was zeigen. Ehrlich gesagt, ich krieg in einer Viertelstunde eine Lieferung in den Laden. Kein Problem. Ich hab eh keinen großen Hunger. Maike? Ja? Nur zur Sicherheit. Der Grund für deine Appetitlosigkeit. War wieder was in der Schule? Ganz im Gegenteil. Maike hat sogar in Mathe. Was war in Mathe? Ach, Tinker übertreibt immer so. Ich habe eine 4, das ist alles. Minus, glatt oder plus? Plus. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja, langsam glaube ich auch, dass die Nachhilfe was bringt. Ja. Und wenn sie noch ein paar Monate länger mit Pion übt, dann wird sie sogar Klassenbeste. Erstmal sind wir mit dem Erreichten zufrieden. Maike? Hm? Wie wär's, wenn wir das erfolgreiche Nachhilfeteam heute Abend bei einem Essen im Wilden Mann würdigen? Das klingt nach Abschlussessen. Nein, das kommt frühestens nach der ersten 2. Ja, bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Also, fragst du Björn? Klar. Ja gut, mach ich. Vielleicht kommt ja heute Abend noch jemand. So. Was so? Das letzte freie Kästchen im letzten Kreuzfahrträtsel. Also entweder hast du noch einen Stapel oder du gönnst dir mal eine Pause. Sorry, ich weiß, ich bin unmöglich. Nur der lebende Beweis, dass Arbeit mit Kunst eins ist. Hast schon wieder Kopfschmerzen? Wie wär's denn diesmal mit frischer Luft? Keine schlechte Idee. Hm? Im Park? Zerkowski? Elena? Nein, ich kann es nicht glauben. Bestanden? Meine kleine Elena wird Schauspielerin. Ja, natürlich habe ich dir das zugetraut. Ich freue mich einfach. Ja, mach das. Aber nach der Feier erwarte ich einen ausführlichen Bericht, klar? Übrigens, gratuliere. Ja, bis dann, mein Schatz. Ciao. Sie hat bestanden. Zu 110%, wie sie sagt. Manu! Es muss sofort gefeiert werden.
gibt's denn? Hm? Einen Riesengrund zum Feiern! Ist dein Lover auch endlich in den Berliner Senat befördert worden? Ach, hör doch auf. Deine kleine Schwester wird Schauspielerin. Puh. Klar. Wir können uns dann von unseren Enkeln im Nirvana anhören, wann und wie es geklappt hat. Lester, du nur. Ich weiß, dass du mindestens genauso stolz bist wie wir, dass sie bestanden hat. Sag bloß, die Gurken in München haben die wirklich genommen. Wundert dich das? Hochbegabte Söhne haben auf hochbegabte Schwestern. Ey! Au! Verdammter Mist! Steht die Küche noch? Wirklich geistreich. Oh, wird es stimmungstief? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Wenn du mich so anschnauzt, einiges. Entschuldigung. Ich bin halt ein bisschen durch den Wind. Deswegen? Ist was passiert? Kannst du schweigen? Wie ein Grab. Also gut. Ich hab gestern mit Zoe geschlafen. Nadines Schwester. Aber du bist doch mit Nadine verlobt. Das Problem messerscharf erkannt. Heißt das, Nadine bedeutet hier nichts mehr? Quatsch! Warum machst du dann sowas? Ich weiß auch nicht. Ich bin eben schwach geworden. Das Tier im Mann, oder wie? Nein. Zoe ist... Ich meine, ich finde Zoe schon ganz nett. Schönes Chaos. Aber wenn ich jemand liebe, dann ist das Nadine. Das ist sicher. Hast du das Zoe gesagt? Quatsch, der habe ich gar nichts gesagt. Ich habe meine Klamotten zusammengepackt und dann nichts wie weg. Oh Mann. Auf, Elena, und die Bretter, die die Welt bedeuten. Prost. Nein, nein. Für meine Schwester kommt höchstens Hollywood das bald in Frage. Außerdem sehe ich sie eher in klassischen Rollen. Kammerzofe, hochgeschlossenes Kleid mit Rüschen und so. Mimische Bandbreite von verkrustet bis versteinert. Na, letzteres beherrscht sie bestimmt perfekt, sobald sie nur an ihr Brüderchen denkt. Aber hallo, schließlich bin ich ihr erster Förderer. Du? Ja. Schließlich habe ich sie zur Schauspielerei gebracht. Immer wenn wir uns gezankt haben, dann hat sie mir eine Kostprobe gegeben. Emanuel leidet nämlich unter der traumatischen Einbildung, im Kindesalter immer zum Schuldigen erklärt worden zu sein. Ah, verstehe. Und deswegen holt er jetzt alle Schandtaten nach, für die er schon in der Jugend gebüßt hat. Lehrer, die sich im Denken probieren, sollte man nicht frustrieren, auch wenn noch so was Katastrophales dabei rauskommt. Oh, 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 er kriegt schon wieder Haare auf die Zähne. Schnell noch ein Tisschen Sekt. Tja. Oi. Schon alle. Tja. Dann sind wir ihm jetzt ausgeliefert. Soll ich noch eine neue holen? Fragt sich, wer hier wem ausgeliefert ist. Clever gepunktet. Du hast recht, mein Zigarettenkonsum ist echt eine Katastrophe. Vielleicht sollten wir dann statt der zweiten Flasche Sekt doch lieber in die frische Luft gehen, was wir ja eigentlich wollten. Ist wohl das Beste. Ich hol mir nur was zum Anziehen. Ach, Emanuel, sollen wir dir eine Zeitung mitbringen? Sehe ich so aus, als ob ich mich langweile? Ich meine nur wegen der Wohnungsannoncen. Elenas Zimmer wird doch jetzt frei und... Keine Panik. Das eilt überhaupt nicht. Ach so? Da habe ich aber von deiner Mutter was ganz anderes gehört. Matthias. Ja, ist doch wahr. Hast du nicht gerade erst gestern zu mir gesagt, dass Emanuel von allem die Nase voll hat und unbedingt hier raus will? Ich habe es mir eben anders überlegt. Es käme mir vor wie Feldflucht. Außerdem soll man neue Mitbewohner ja erst mal ausprobieren. Na nun, Mann, das sind ja ganz neue Töne. Tja, nur aus einem Hohlenkopf tönt es immer gleich. Dass du gleich gekommen bist. Ich wollte dich auch gerade anrufen. Ich hoffe, du bist nicht sauer, dass ich gestern so schnell weg war. Das Problem war wohl eher, dass du überhaupt da warst. Also sehen wir das gleich. Was darf ich euch bringen? Ein Kaffee, bitte. Mir auch, bitte. Gut. So was darf nie wieder passieren. Sind wir uns daran einig?
Freund meiner eigenen Schwester. So was hätte ich mir noch nicht mal in meinem Traum erdacht. Bei mir war es auch nicht eingeplant. Liebst du denn Nadine noch? 100 pro. Dann gibt's nur eins, wir müssen den Abend vergessen, und zwar für alle Zeiten. Und niemand darf davon was erfahren. Am allerwenigsten Nadine. Am allerwenigsten Nadine. Wie würdest du es denn nennen? Einsicht. Klingt natürlich auch wesentlich hübscher als Kapitulation. Wir sind uns doch einig, dass Emanuel nicht der Dümmste ist. Das ist wirklich eine der Untugenden, die man ihm überhaupt gar nicht nachsagen kann. Also, er hat einfach kapiert, dass auch die schönste Provotour mal zu weit führt. Ja. Hoffentlich auf Dauer. Ach komm, lass uns das Thema wechseln. Ich wollte mich nicht fern, sondern entspannen. Ei, ei. Entspannungsmeister Kruse meldet sich zur Stelle. Na, dann leg mal los. Was hast du denn alles so in deinem Repertoire? Wie wär's denn mit Wellenreiten in der Karibik? Oder Strandspiele in der Südsee? Oder Unterwassermassage auf Hawaii? Und für die hiesigen Breitengrade? Da müsste ich erst mal unter der Rubrik rustikale Allwettertechniken nachgucken. Aber schnell. Küsse. Küsse sind bei jedem Wetter. Mehr fällt dir nicht ein? Doch. Ich liebe dich. Das hätte ich aber nicht von dir gedacht. Du, warte, ich hol dich. Ich krieg dich. Warte. Sag sofort, dass du mich liebst, oder du kriegst 20 Küsse. Würde ich mir selbst schädigen. Sagst, und du kriegst 40. Erst die Küsse. Okay, eine kleine Anzahlung. Mal ernst, Mensch. Ich bin ernst. Der deutsche Schuldirektor ist zum Ernst geboren. Dann bist du die schlimmste Fehlbesetzung seit Lehrer Lempel. Hey, wer hat dich denn hier vergessen? Eine Vergeudung. Wovon? Von Talent. Fängst du schon wieder an? Genau genommen hast du jetzt damit angefangen. Tja, vielleicht bin ich ja doch noch nicht zu alt. Moment mal, soll das heißen, dass du dir doch noch ein Baby vorstellen kannst? Hey, ich hab dich was gefragt. Ehrlich gesagt habe ich von Maike schon ein bisschen mehr erwartet als eine 4. 4 plus. Ach, na ja. Nicht so ungeduldig. Eine Steigerung um 1,5 Noten ist schon mal ganz gut. Eben. Zumal ich vorher von Mathe so viel Ahnung hatte wie ein Hamster von Stepptanz. Ja, okay, okay. Aber trotzdem finden wir in Zukunft ausreichend nicht mehr ausreichend. Abgemacht? Zumindest feiern wir es nicht mehr.
Sonst? Was gibt's Neues? Ach du, das wollte ich dir eh schon sagen. Gestern habe ich doch tatsächlich im Radio schon wieder einen Song von der Kassette, die ich dir neulich geschenkt habe, gehört. Also offenbar scheint es noch mehr Leute zu geben, die den gleichen Geschmack haben wie wir. Ach ja? Danke. Ja, hier in Let's Talk auf City Life. Hör doch mal rein, ist echt gut. Ach, weißt du, ich hab's eigentlich nicht so mit Radio. Ach, echt? Ach, das ist mir aber ganz neu. Hallo. Hey, hallo. Darf ich vorstellen, Björn Hemken, der Nachhilfelehrer von Maike. Hartmut Winkelmann, hallo. Eine hallo, Björn Hemken. Freundin des Hauses. Ach, schöner Zufall. Oder bist du öfter hier? Eigentlich hat mich dein Vater eingeladen. Ich hab dir doch gesagt, dass noch jemand kommt. Hast du? Also, dann trinken wir mal. Danke, bitte schön. Auf die vielen Einsen und Zweien, die bald auf uns herabregnen werden. In ferner, sehr ferner Zukunft. Noch eine Viertelstunde und ich werde zum Eisblock geworden. Ich hätte dich liebend gern aufgewärmt. Tja, Pech gehabt. Aber meine Betriebstemperatur ist geradezu optimal, da ich jetzt einen kühlen Kopf brauche. Das klingt ja brutal nach Arbeitswillen. Ja, ich fühle mich wieder voll fit und die Ausstellung drängt. Schon okay. Außerdem weiß ich jetzt endlich, was hier fehlt. Du, ich verdünnisiere mich dann besser mal. War schön, unser Spaziergang. Obwohl noch das Tüpfelchen auf dem I fehlt. Welches Tüpfelchen auf dem I? Na, eine Antwort auf meine Frage eben. Na gut, bevor du heute Nacht nicht schlafen kannst. Ich kann mir noch ein Kind vorstellen. Und kann es nicht. Ist ein ganz klares Vielleicht. Was für Sätze. Verglichen damit ist das Orakel von Delphi in der Nachrichtenagentur. Und tschüss. Von Nein zu Vielleicht ist ein Erdrutsch. Damit dürfte dein Schlaf ja wohl gerettet sein, oder? Dazu ein ganz klares Vielleicht. Nicht mehr bewegen. Regina in Panik. Warum kann sie plötzlich ihren Arm nicht mehr bewegen? Ist das der Vorbote einer gefährlichen Krankheit? Im nächsten Marienhof.